Der Moment der Entscheidung. Die Allianz Arena in München steht Kopf. Im Champions League-Finale gegen Borussia Dortmund in London hat Arjen Robben soeben in der 89. Minute das 2:1 für Bayern München erzielt. Es war die Entscheidung in einem extrem spannenden und umkämpften Endspiel im Londoner Wembley Stadion. FC Bayern München, die geilste Mannschaft der Welt! Die geilste Mannschaft! Es gibt kein letztes Jahr. Es gibt dieses Jahr und dieses Jahr sind wir der verdammt beste Fußballverein der Welt. Es war der reinste Wahnsinn. Und der Robben hat seine ganzen Millionen für uns bezahlt gemacht. Bevor in München allerdings gejubelt werden konnte, war es ein hartes Stück Arbeit für den Rekordmeister. Das erste rein deutsche Finale in der Geschichte der Champions League wurde zunächst vom Außenseiter aus Dortmund dominiert. Robert Lewandowski vergab eine der guten BVB-Möglichkeiten in der Anfangsphase. Im zweiten Durchgang wurde Bayern besser und Mario Mandzukic konnte nach einer Stunde die Führung erzielen. Doch Dortmund antwortete nur 8 Minuten später. Nach einem Foul an Marco Reus verwandelte Ilkay Gündogan den fälligen Elfmeter zum Ausgleich. Als sich schließlich der Großteil der Zuschauer schon auf eine Verlängerung einstellte, schlug die Stunde von Arjen Robben. Der Holländer hatte zuvor 300-prozentige Chancen liegen gelassen, doch seine letzte Möglichkeit, die nutzte er. Ja, du gibst jetzt natürlich den wichtigen 1-0-Vorlage für Mandschu und dann... Ja, wenn du dann in der letzten Minute und du schießt selber ein Tor, das ist ein Traum. Und das ist noch immer für mich jetzt im Moment ganz schwierig zu glauben. Bayern München hat sich zum zweiten Mal nach 2001 die Krone des europäischen Fußballs aufgesetzt. Während die Bayern ihren Triumph feiern, herrscht in Dortmund natürlich Frust. Doch auch wenn die Niederlage schmerzt, der BVB hat sich nicht zuletzt mit seiner Leistung in London eine Menge Respekt in der Fußballwelt erspielt und sich anschließend auch noch mit Worten verdient. Ich habe allen gratuliert und das auch von Herzen, weil ich meine, die letzten Jahre haben wir allesamt vom Fernsehen verfolgt und war sicherlich auch für die Bayern nicht ganz einfach. Heute haben sie ein bisschen das Quäntchen Glück gehabt am Ende, was man auch braucht, um ein Finale zu gewinnen, und deswegen gratuliere ich auf diesem Wege nochmal. Auch die BVB-Fans beim Public Viewing am Dortmunder Friedensplatz zeigten sich zwar enttäuscht, sie sind gleichzeitig aber unendlich stolz auf die Leistung ihrer Mannschaft in der Champions League-Saison 2012-2013. Die Enttäuschung ist natürlich sehr groß, aber wir als Borussia, wir können stolz sein auf diesen Verein, auf diese Mannschaft. Wer uns gesagt hätte, dass wir ins Finale kommen, bei der Gruppenauslosung, niemals. Ich habe hier gewonnen in Dortmund, ich wohne in Hamburg und da die Leute sind alle irgendwie für Bayern und so. Und jetzt muss ich mir anhören, das ist das Problem. Man muss so gesehen seinen Arsch hinhalten für die Mannschaft, aber das mache ich immer gern. Wir stehen immer wieder auf, das ist kein Problem. Das deutsche Champions League-Finale von London zwischen Borussia Dortmund und Bayern München war spannend, dramatisch und auf jeden Fall Werbung für den deutschen Fußball. Doch jubeln konnten am Ende nur die Bayern, allen voran Innenverteidiger Dante. Lecky, 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 lecky.